It's Tooltime. Ja, wieder mal ein Riesen-Unboxing. Das geht kaum auf dem Bild drauf, das Riesenpaket. Und wenn ich mich nicht irre, müssten das die Topflappen von meiner Oma sein, die da drin sind. Nein, ich hoffe mal, ihr wisst schon, Losi-Teile. Und ich habe es wirklich noch nicht aufgehabt. Ich ahne wieder. Ne, was drin sein könnte. Aha. Aber dafür ein Gedöns. Ui, schönes Heftchen. Oh, aha. Jetzt seht ihr schon, wo der Wind herweht. Tada. Ja, das fällt dann mal. Das ist so ein großes Ding. Das mache ich jetzt mal eben drauf. Das habt ihr jetzt schon gelesen im Flyer. Wollen wir immer hingucken. Kurz gucken, was da geht. Ihr habt ja einen Moment Zeit. Ich auch. So, jetzt geht das mal langsam durch. Ja, das finde ich ja mal geil. Da sind auch Preise dabei. Ne? Das hat man ja eher selten. Will ich mal behaupten. So, jetzt nochmal von oben. Kann man sehen, genau. Ja, müsst ihr euch das dem Film dann halt mal anhalten. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Den habe ich noch nicht so. Den Film dann halt mal anhalten kurz. Und dann könnt ihr auch lesen, was da Sache ist. Ja, so ein Kopter, das wäre auch mal was Angesagtes, ne? Ja, stell scharf. Ja, ist mal hier schon Werbung schon wieder. QVC lässt grüßen. Ich kann das jetzt auch nicht schneller durchs Bild ziehen, weil dann wird das so blöde verwackelt, dann macht das nur wenig Sinn. Wenn ich dann das Bild anhalten würde. Dann könnt ihr nicht mal lesen, habe ich alles verschwommen. Da gehen wir, glaube ich. Guck mal, der Traktor kommt gar nicht da drauf. Ja, einen habe ich ja vor kurzem verkauft. Falls er mich sehen kann und weiß, wer gemeint ist, viel Spaß beim Zusammenbasteln. Und das Ding, das macht bestimmt was her, wenn das zusammengebaut ist, mit Sattelschlepper und alles dran. Und ja, ist ein Hingucker mit Sicherheit, wenn es fertig ist. So lange wollte ich es jetzt an für sich auch nicht machen hier mit dem Ding hier. Ladegerät 0815 oder? Ja. Kennt man. Und so ein Pinkelbötchen. Ja, das war die letzte Seite, und dann bin ich auch schon fertig. Da, 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 da. Ja, das mache ich deswegen, weil jetzt was, ich weiß jetzt, was in meinem Paketchen drin ist. Oder so 90% weiß ich das. Und das ist ein guter Preis und deswegen zeige ich den Händler auch nochmal. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das hier alles günstig ist, was ich da zeige, aber ich nehme mal an, das sind Black Friday Preise. Free Day, Friday, was weiß ich. Zack, so, fertig. Das war's. So, jetzt machen wir mit einem Unboxing weiter. Und zwar nichts drin. Oh, doch, ganz da unten. Ja, wie ist es? So. Gar nichts mehr im Karton. Dann kommt er weg. Und hier ist das gute Stück. Ta 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 ta. Man sieht. DDM-Feder Racing. Ich habe mir die geholt, die bei 750, 7500 Umdrehungen dann abspackt. Ne? Ja. Da gibt es auch welche von bei 900 und noch ein paar zerquetschte, kann man sie auch kaufen, aber ich glaube, das war ein bisschen zu hart. Dann läuft mir der Motor hinterher zu hoch, sodass mir dann der Motor ja um Ohren fliegt, als dass die Kupplung dann packen tut. Ja, das ist die gute Feder, wo. Nur bei dem Händler, den ich euch gerade gezeigt habe, Modellbau Bochum war das, ne? Ja, für 9,21 € gibt die Feder. Jetzt sagt er alles scheiße teuer, aber die hält wirklich extrem lange. Und ich habe immer noch die Feder drin von einem anderen Händler, wo der lebenslange Garantie dafür gibt. Da kostet die dann aber dann auch 4 € mehr mindestens. Und die ist halt ja, fast 5 € günstiger. Und dafür habe ich keine lebenslange Garantie. Wenn die kaputt ist, ist sie kaputt. Und bei den anderen musst du auch hin und her schreiben, hast du Theater. Und dann sagt er, wie kann man die denn kaputt kriegen? Und das Gedönse wollte ich mir ersparen. Dann habe ich es lieber bei Modellbau Bochum gekauft. Und Center Bochum. Und ja, die hält bei mir zumindest in meiner stinknormalen Kupplung lange drin. In der Zinterkupplung sollte man sie nicht einbauen. Da ist sie vielleicht nicht so lange haltbar, weil das dann alles ein bisschen heißer wird. Aber die hätte da auch halten müssen, meines Erachtens. Also. Naja, unzerstörbar ist eben auf dieser Welt wohl gar nichts. Also ich wüsste nicht, was nicht kaputt zu kriegen wäre.
Und ja, das war jetzt, wie soll man sagen, Insider. Und ja, ich freue mich auf die Feder und ich freue mich auch, wenn die Feder, die ich drin habe, noch ein bisschen hält. Nämlich da steckt sie drin. Aber ich habe dann eine Ersatzfeder und habe dann nicht so eine kümmelige rote. Bei denen, die sind ja schnell ausgelutscht. Wenn man da mal die Kupplung nachkontrolliert, sind die Belege noch in Ordnung. Aber die Feder merkt man schon, die zieht noch nicht mal die Backen wieder richtig zusammen. Die fängt dann an zu schlabbern an und ist Käse. Und die ist wirklich astrein. Und ich dachte, weil die jetzt günstiger war, obwohl ja ungefähr textmäßig das gleiche beistand, kriege ich eine andere geschickt. Aber das ist original der Beutel, wo ich die auch bei der anderen hatte. Frage ich mal kurz nach, ist das doch, ne? Und ja, ich bin einfach begeistert. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt langweile ich euch bestimmt. Und habe ich noch irgendwie einen Nachtrag zu irgendwas? Ja, ich hoffe, es hat euch das Rennen Spaß gemacht. Und die Diashow hinter zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt euch wenn da Endansage steht bei mir, dann müsst ihr das Rennen bis zum Ende gucken. Da kommt noch so ein Endtrailer, wie wir wieder nach Hause fahren. Also das letzte Mal in Elst. Und ja, die nächste Mal ist es dann wieder ein, wie heißt das irgendwie, Rattingsbums da. Naja, wird er schon sehen. Und da wird es mit Sicherheit auch wieder eine schöne Diashow von geben und ja, Actionrennen. Wie gesagt, ich habe das mit der Kamera gemacht, gefilmt, das erste Mal mit so einem Stick und ja, ich habe mich nicht unbedingt auf den Boden gewälzt, aber ich habe da mich dran geübt, das so ja, gut wie möglich einzufangen und das ist halt gewöhnungsbedürftig, aber man wird ja in seinen Aufgaben immer größer und die Bilder werden dann wahrscheinlich auch immer besser. Also jetzt bin ich bei 6 Minuten noch was, jetzt habe ich Schnauze voll. Jetzt putze ich noch ein bisschen meine Karre. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschewa. Nicht vergessen. Bing, bing, bing.